eBay Kleinanzeigen. Ist von eBay logischerweise, ist aber so, dass man ja, seine Sachen quasi umsonst online stellen kann, weil das nicht über eBay abgewickelt wird. Und da gibt es halt eine App zu und da muss man einfach nur oben eingeben, was man sucht. Da gibt es auch Kategorien, Unterbereiche. Was suchst du? Ich suche gerade die Tasten hier, damit ich das bei Facebook. Was würdest du gerne kaufen? Tasten. Nein, was ich gerne kaufe bei eBay auf Kleinanzeigen, ja. Ein klassisches Ding ist Tiere. Nein, das macht man nicht. Das ist übrigens etwas, was ist sehr eine Kritik. Das darf man aber nicht. Doch. Bei eBay Kleinanzeigen werden Tiere verkauft. Klar, okay, das gucke ich jetzt mal. Da sind Züchter, die aus Polen mit dem Auto hier hinkommen und dann ihre gute Waren verkaufen. Da sollte man richtig aufpassen. Da werden Kleintiere verkauft und das ist so ein Markt. Allerdings ist das, was muss man eBay zugutehalten? Es wird oftmals, was heißt oftmals, bei eBay, wenn du eine Auktion von einem Tier oder einem Haustier, egal ob welches, ob das jetzt ein Hund, Katze oder was weiß ich was ist, kriegst du eine Anzeige so von wegen, ja, treffen Sie sich bitte nur an, kaufen Sie nur von Züchtern und unseriöse Angebote, darauf können Sie achten. Also das muss man denen guthalten, denn da ist in letzter Zeit eine Menge Schabernack gemacht worden. Aber eBay hält dagegen. Oh, okay. Dann such doch mal was. Was würdest du denn gerne kaufen, was man wirklich kaufen sollte? Ein iPhone. Ein iPhone. Ein iPhone ist so ein Klassiker. Oftmals werden nämlich auch zum Beispiel leere Kartons. 4S? 5S? 3GS? 3GS? Nee, 4S. Das 4S. Der Unterschied vom 4 zum 4S ist nicht nur der Prozessor, sondern die Kamera ist deutlich besser. Deshalb lieber das 4S als das 4 nehmen. Ich habe im Vorfeld hier auf, für die App die Ortungsdienst quasi eingeschaltet und erlaubt. Das heißt, mein iPhone weiß, wo ich gerade bin und kann eben in der App sagen, dass ein iPhone 238 Kilometer entfernt ist, für 65 Euro zu verkaufen. Ich kann mir überlegen, ob ich das jetzt kaufen will und das abhole oder mir schicken lasse. Oder ich kann hier oben auf Eingrenzen gehen und dann sagen, 500 Kilometer, nein, das ist zu weit, na, für das ein bisschen es nur näher haben. 3 Kilometer Entfernung ist. Mal gucken, was passiert. Und wir sind im Umkreis hier, ne? Im Umkreis, ja, genau. Wie viele Ergebnisse können wir uns ausspucken lassen? Mal sehen. Und gut ist auch übrigens, dass man angezeigt bekommt, wann die Auktion rein, beziehungsweise wann die Kleinanzeigen reingesetzt wurden. Die aktuellste mal oben und dann kriegt man angezeigt, wann die nächsten reingesetzt wurden. Dazu muss man sagen, dass viele Leute das nicht rausnehmen, wenn es schon verkauft ist. Das ist ein bisschen nervig. Also man findet was und denkt, ja, das ist genau das, was ich haben will, dann schreibt man da hin. Nee, schon weg. Und dann ist schon weg. Ja. Oder die Antwort gar nicht. Ist auch ein Klassiker. Also 3 Kilometer Umkreis gibt es nicht. Mhm. Deswegen gehe ich mal jetzt mal und mache es ein bisschen weiter. Ja, gar keinen hatten wir. Mhm. Gar nicht. Oh. 12 Kilometer? Oh nein. Ja, 12 können wir nehmen. Da bin ich auch d'accord mit. Ja. Und? Zeig mal. Ja, schließlich. Viel Zubehör in Bad Langensalza für 400 Euro für einen 4Esser. Das ist aber für was mal... Nochmal? Was? 400 Euro 400 für 4S? Mit was denn? Mit ganz viel Zubehör mit steht wie hier. Mit wie viel Gigabyte vor allen Dingen? 16. Das ist doch wirklich viel zu teuer. Ja. Oftmals gehen die Leute ja wirklich mit astronomischen Forderungen hier bei eBay Kleinanzeigen rein. Was man da allerdings machen kann, ist, das ist der Preis, der ist ja nicht in Stein gemeißelt oder in Gold gegossen. Man kann da einfach anrufen und sagen, pass mal auf, Flöte, das Ding kostet nicht 400 Euro, ich gebe dir 4 Cent. Und dann sagt er, okay, ich bin überzeugt. Das glaube ich bei dem 4S nicht, aber kann man mal probieren. Ja. Ist auf jeden Fall, finde ich, eBay Kleinanzeigen mittlerweile besser als eBay, weil man einfach Kontakt zu dem Verkäufer hat, ein bisschen und rumdiskutieren gibt, kann. Und es gibt nicht so viele Mätzchen mit von wegen, ja, ich habe mir fehlkauft, tut mir leid, das war eBay Kleinanzeigen.